Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Heute wieder Dachstudio Schweiz mit einem weiteren Set von der Firma Yaki aus ihrer offensichtlichen Weltraumserie. Ich hatte den Astronaut und jetzt haben wir hier eine wunderschöne Satellitenträgerrakete. Der Satellit, bing, schwingt schon hier. Gut, fangen wir an. Hier ist der wunderschöne Karton. Auch wieder sehr glänzend gemacht. Ihr seht, wie das Licht hier reflektiert. Die Rückseite ist auch voll mit Informationen auf, ja, Kantonesisch. Ist halt wohl auch für den chinesischen Markt gemacht, diese Sache. Artikelnummer müssen wir hier wieder suchen. Die ist ganz am Rand. Das ist die JK8501. Und die Teileanzahl steht hier nicht drauf. Auf der Homepage von Brick & Bricks wird es mit 800 Teilen angegeben. Und da bin ich dabei. Nach dem Aufbau muss ich sagen, so ist es wohl ungefähr. Die größeren Geschichten hier sind auch dann Formteile. Gut, ab 8 Jahren steht hier noch drauf, auf jeden Fall. Das ist gar kein Problem. Das kriegt man hin. Ein paar Kleinteile dabei, aber sonst Anleitung oder sonst irgendwas, gar keine Probleme. Wenn wir hier diesen schönen Karton nachher öffnen, dann haben wir hier wieder diese zwei, ja, Mini-Kartons drin, diese zwei kleinen, die uns hier zusammengesetzt die Rakete nochmal, ja, als Skizze zeigen oder als Silhouette. Maker Pop, sehr schön. Gut, was ich hier noch gerne erwähnen würde, ist, gesponsert wurde es mir von Brick & Bricks. Markus, vielen Dank dafür. Bei ihm kostet es momentan 54 Franken. Und die Kartons spielen bei Brick & Bricks noch eine große Rolle. Und zwar hat er verschiedene Kategorien, indem er hier diese Verpackungen verkauft, wenn sie denn doch ein bisschen angegriffen sind. Ihr seht hier zum Beispiel dieses Eck da unten. Das wäre bei Markus schon eine, ja, stark beschädigte Box. Das heißt, ihr bekommt hier wirklich zwischen 5% und 15% noch Rabatt obendrauf. Er hat vier Kategorien. Das eine wäre die Box normal, wenn sie wirklich schön auch ankommt. Was übrigens nicht in Markus seine Schuld ist, sondern natürlich, ja, das Ding kommt in einem Container an. Da wird ein bisschen geruckelt, geschuckelt, da wird ein bisschen gequetscht, bis es alles Platz hat. Also vier Kategorien. Einmal natürlich normal. Dann haben wir leicht beschädigt, mittelschwer beschädigt und schwer beschädigt. Und da kann man doch immer wieder Rabatt rausholen. Ich blende mal kurz ein Beispiel ein hier von dem Happy Build Porsche. Hier ist er ein bisschen reduziert und im nächsten Bild ist er noch stärker reduziert. Und ihr erkennt es einfach, wenn ihr aufs Produkt geht, dann seht ihr unten die Auswahlmöglichkeit, die ich hier umrandet habe. Und wenn es die Auswahlmöglichkeit gibt, dann könnt ihr davon profitieren. Wenn nicht, dann sind die Boxen einfach auch alle in Ordnung. Gut, das dazu. Und jetzt gibt es nicht mehr weiter viel zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Aufbaubildern und nachher bei den Fotos von dieser schönen Trägerrakete mit ein bisschen Musik. Und dann komme ich natürlich zurück zu Anleitung und Review. Viel Spaß, gute Unterhaltung und bis gleich.
Die Anleitung von unserer Rakete von Chucky, Breaking Down 5, hier Advanced Space Exploration Engineered by Yucky Aerospace Science and Technology Corporation, genau gleich wie der Astronaut, also aus derselben Schmiede. Hier eine schöne Anleitung im DIN A4 Format, wie der Karton hier, der Mond angedeutet schön und die Rakete ein bisschen hervorgehoben. Ihr seht hier die Satelliten, es ist eine Satellitenträgerrakete und hier die Rückseite. Black and Black. Machen wir es auf. Ja, bisschen Einleitung. Kantonesisch kommt uns entgegen, ist für den chinesischen Markt gemacht. Auch die Erklärungen zu der Rakete hier. Hier sind die zwei Satelliten übrigens dabei. Sind hier auf Kantonesisch verfasst. Die Base, die abnehmbare Haube zum den Satelliten austauschen. Und hier eben die offenen Triebwerke. Dann geht es ja auch gleich los mit dem üblichen Achsvergleich und hier der Teiletrenner von Yucky Chucky in schönem Orange. Und zack geht es hier weiter. Bauabschnitte waren es 3 Stück, das habt ihr schon gesehen. Hier der Beutel, was ihr baut und nachher geht es schön los. A1, A2, A3, es ist tiptop zu bauen, es ist zwar alles ausgeweist, aber es sind nicht allzu große Bauabschnitte bzw. Bauschritte, deswegen geht es hier alles wunderbar von der Hand. Und hier wird zum Beispiel mal so ein Satellit zusammengesteckt. Dann habt ihr manchmal Einzelelemente, die ihr dranfügt. Es ist alles wunderbar. Die Base wird gebaut mit der übrigens bedruckten Plakette. Gut, gehen wir hier durch. Wir haben hier gar keine Probleme. Es gibt hier nur eins zu erwähnen. Das kommt 3-mal vor im Bau. Und zwar habt ihr hier diesen 4er-Round, der nachher auf so ein Fass kommt. Hier seht ihr das. Und ja, da könnt ihr nicht den herkömmlichen nehmen. Da müsst ihr einen nehmen, der geeignet ist dafür. Ich mache euch mal das Foto jetzt rein. Und da seht ihr schon, es gibt welche mit abgerundeten Ecken beziehungsweise mit geschrägten Rundungen oder wie man es auch immer bezeichnen will. Nee, geglättete Rundungen. Ich halte den hier nochmal rein, aber ihr habt es ja gesehen im Foto. Und da müsst ihr den richtigen wählen und die sind auch in einem extra Säckchen hier nochmal dabei. Verzweifelt dann nicht, dass es nicht passt. Guckt mal durch, was ihr noch so habt und ihr werdet auf jeden Fall in dem extra Säckchen die finden, die passen. Hatte ich jetzt so auch noch nicht, wusste ich auch nicht, dass es da verschiedene gibt. Es ist hier auch nicht ersichtlich aus der Anleitung, aber wenn ihr es nachher probiert, dann seht ihr sofort, was ich meine. Sonst habt ihr hier einfach einen Spalt, ne? Und hier seht ihr auch, dass ihr natürlich dann die Noppen hier gerade halten müsst, damit nachher das nächste Element gut drauf passt. Das kommt genau 3-mal vor in dieser Anleitung. Und dann, ja, wenn ihr das erste Mal das gemerkt habt, dann wisst ihr auch, um was es geht. Hier ist es nochmal. Diese Fässer, die hier mit diesen 1x4 Rundelementen bestückt werden, um die Rakete nach oben zu bauen. Gut, sonst alles tipptopp, wunderbar. Die Bauschritte sind hier knapp, was haben wir hier, 105. Manchmal fängt er auch eigen an zu zählen. Wenn er ein kleineres Element baut, dann ist es unabhängig davon, dass es 130 sein oder so. Wir haben am Schluss genau 50 Seiten, dann ist die Rakete fertig und das ist alles wunderbar. Ihr habt ja gar keine Aufkleber dabei, hier ist alles gedruckt, was ihr seht. Teileliste gibt es leider auch nicht, aber sonst wirklich wieder ein Qualitätsprodukt von Yucky. Dann schauen wir uns das Modell noch an, beziehungsweise hier noch schnell die übrigen Teile. Hier sind eben die Rounds, die dann ausgetauscht werden mit runder Ecke oder mit geglätteter Ecke, sage ich mal. Und sonst ist ja auch nicht viel übrig. Hier ist das gute Stück, die Rakete von Yucky aus der Aerospace Science and Technology Corporation. Hier steht noch Large Cygonetic Liquid Bundle Launch Vehicle, Typ LM5. Ja, es ist eine Trägerrakete für Satelliten. Ihr seht, hier schwebt schon einer. Den hat sie schon nach oben gebracht. Und einer ist hier noch oben drin, unter dieser schönen TransClear-Abdeckung. Das könnte man auch wechseln. Gut, fangen wir an. Aufkleber, Drucke, alles Drucke. Wir haben hier wieder ein paar Details. Zum Beispiel auch hier so kleine Geschichten. Und hier natürlich die schönen Logos auf diesen übrigens runden Teilen. Das ist immer wunderbar gedruckt. Hier ist leider ein kleiner Farbfleck, den bekomme ich aber weg mit ein bisschen Sidolin, also Fensterputzmittel, das habe ich probiert.
Und sonst ist hier alles einwandfrei. Auch hier diese kleinen Geschichten hier sind gedruckt. Aufbau macht wieder mal einen Riesenspaß, genau gleich wie beim Astronaut. Da gibt es gar nichts sensationell. Ihr baut hier am Anfang einfach diese Base, die unten auch hohl ist. Könnt ihr wieder was verstecken und dann baut ihr Stück für Stück die Rakete. Und ja, die Abwechslung bietet sich natürlich hier, indem ihr da die verkleideten Rakete baut. Da ist natürlich nichts drin. Und natürlich hier diese offene mit den vielen Geschichten. Hier auch schöne Chromteile dabei. Und hier diese Gussgold-Sachen. Ich habe mir ein bisschen mehr Gold, also Chromgold gewünscht jetzt, wie beim Astronaut. Aber es ist auch so eine super Sache. Gefällt mir wirklich gut. Und hier, wie vorher erwähnt, man kann diese Klappe aufmachen. Man kann das hier oben natürlich abnehmen. Und dann könnte man diesen Satellit austauschen mit diesem Satelliten. Ja, sehr schön. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob diese Raketen eigentlich zurückkommen. Aber ich glaube nicht. Die werden wahrscheinlich in der Atmosphäre dann verbrennen, verglühen, ich weiß es nicht, weil wenn ja so ein Astronautenanzug schon 1 Milliarde kostet fast in der Entwicklung und natürlich dann der Anzug nachher auch nochmal einen Haufen, ich weiß nicht, ist ein sehr teures Business und Satelliten sind da oben ja weitaus genug im Weltall. Baulösungen haben wir ja auch interessante, ihr hängt hier manchmal Sachen auf eine Noppe, es ist lustig, wie das angedeutet ist, die ganze Mechanik und Elektrik und was hier noch alles nötig ist, um hier diese vier großen Turbinen hier anzutreiben. Und ja, macht Spaß. Absolut. Steinequalität ist einwandfrei. Da gibt es also wieder überhaupt nichts. Wir haben hier wieder ein sehr schönes Weiß, oder? Warum hier das Orange gewählt wurde, weiß ich nicht ganz genau. Sieht so ein bisschen aus wie Männinge, diese Anti-Rost-Farbe, die man auf Metall streicht. Aber es ist natürlich auch ein bisschen, ja, sagen wir mal ein Farb-Eye-Catcher, weil es doch sich ein bisschen abhebt von der üblichen Farbwahl. Also von dem her finde ich es noch ganz gut gewählt. Klemmkraft einwandfrei, Pin-Achsen haben wir nicht viel. Wir haben hier innen eine Achse drin, die die Rakete auf dem Stand hier, auf der Base hält, dass es nicht ganz so kipplig ist. Das ist alles wunderbar gemacht. Teile zu viel hatte ich ein paar, habe ich gezeigt, und Teile zu wenig hatte ich keine. Ich weise gerne noch mal darauf hin, wie bei einer Anleitung, dass ihr einfach da gucken müsst, dass ihr hier die richtigen Rounds nehmt, hier diese Vierer Rounds, und sonst gibt es hier wirklich nichts. Sensationell. Ich habe ja noch zum Teil hier so einen weißen Handschuh angezogen, so einen Baumwollhandschuh, damit ich hier diese Chromteile nicht mit meinen Fingerabdrücken irgendwie verfette, sag ich mal. Von dem her fand ich das ganz gut. Bei so einer hohen Steinequalität kann man das wirklich mal machen. Jetzt tun wir es mal noch messen. Das Raketchen hat doch auch eine gewisse Höhe. Und hier kommen wir doch auf 44 cm. Ja, auf der Anleitung steht 4,30. Das passt ja schon mal. Und diese kleine Insel da unten, wo es drauf steht, da haben wir 15 auf 15. Das passt in jedes Regal, wenn man natürlich den Abstand nach oben hat. Sehr schön. Wenn ich hier nochmal den Astronaut, der hier schon im Schatten steht, nochmal schnell reinhole, dann seht ihr hier diesen kleinen Unterschied mit den Chromteilen. Hier haben wir doch einiges an Goldchrom doch verbaut. Aber nichtsdestotrotz ist es eine wunderschöne Rakete. Hier nochmal mit der schönen Plakette, die der Astronaut ja auch hat, aus der gleichen Technologieschmiede von Yaki. Und ich habe ihn jetzt hier mal aufgestellt. Ihr seht, jetzt schwebt er nicht mehr so wie beim letzten Video. Das tue ich euch in der Endcard nochmal gerne verlinken. Und hier ist dieser Liftarm 3, den ich einfach da hinten rausgenommen habe, und dann ist er nicht mehr am Schweben, dann ist er am Stehen. Ja, das noch zu unserem schönen Astronaut, der hier mit dieser Rakete wohl nichts anfangen kann, weil es eben eine träge Rakete für Satelliten ist. Das war's wieder mal von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt mir stabil, bleibt mir gesund. Gregor aus der Schweiz ist wieder raus. Ciao zusammen!